Hallo Leute und willkommen zurück zu OMSI 2 mit Xena Add-on auf Chicago. Mit dem Chicago Bus und auf der Berliner Xena Map, ne? Warum ich das so mache, weiß ich auch nicht. Um den Anschluss nicht zu verpassen, solltet ihr die Folge davor halt auch gucken. Das ist halt ein Teil, nur zwei geteilt. Oh. Ja, auch nicht so hammermäßige Bremsen, aber die sind vollkommen ausreichend. Der ist aber laut, wenn er bei 40 km ist. Ich glaube, ich habe noch eine Bremse drin. Oh. Achtung, die Bitrate ist sehr gering. Nein. Ja, das rappelt sich wieder ein hier. Das ist die Endhaltestelle. Wenn du die Tür verstanden habt, schreib's doch mal in die Kommentare. Also ich habe die bis jetzt noch nicht verstanden. So leicht werde ich die auch noch nicht verstehen. Ich verstehe die echt nicht. So, wo sind wir? Nein. Wie schalte ich dir denn weiter die Linien? Kann ich keine Linien weg umschalten? Die war noch grün, die ist grün. Schade auch, dass es keine Fahrradfahrer gibt dann um sie. Das wäre cool. Ja, ich finde, ich sehe da keine Informationen. Irgendwie. Oh. Die war auch noch grün. Fast. Was? I have said that you jetzt aussteigen sollst. Guten Tag. Moin. Ach, mein Gott. Das Leben in einem amerikanischen Bus ist schwer. Als Busfahrer ist es generell schon schwer genug. Und in einem amerikanischen Bus ist es der Horror. Immer noch rote Blinker. Bin ich sehr bescheuert. Und vorne sind die gelb, ne? Oder orange, ja. Das ist auch komisch. Ich will ja nichts sagen. Natürlich bin ich richtig gefahren. Das liegt mir in meinem Instinkt. Er stinkt. Boah. Ach lol, ich kann das Lenkrad hoch machen. Stell ich gleich mal eine Sekunde. What did you say? So und so. Hallo. Nee, so und so. Boah, nice. Richtig schön lenken hier. Wieso verstehe ich die Tür nicht? Warum ist jetzt die Bremse nicht mehr draußen? Warte. Ich verstehe die Tür nicht. Wann geht denn die Bremse raus und wann nicht? Was? Was zur Hölle? Warum geht denn die Bremse nicht immer raus? Ich brauche Hilfe. An Amerikaner, die das jetzt verstehen. Oder ich mit dem Bus auskennt. Muss jetzt kein Amerikaner sein. Aber helft mir, warum? Ich verstehe es nicht. Warum kriege ich nicht alle Türen zu?
Oder warum geht die Bremse nicht raus? Warum ist das nicht so wie in Deutschland, Tür 1, Tür 2, Hop? Nein, wir müssen Hebel einführen und bescheuert machen und komplizierter als sonst. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Die wollen einfach Verfrühung raus. Ach Mensch, ich kenne das. Ich bin müde. Ja, noch hier nach schönen Hausaufgaben. Wir freuen mich schon darauf. Nicht. Ja. Ach, ich bin so müde. Ach, warum nur? Warum tut ihr mir das an? Ach so, ich glaube, das war ein Haltestellen-Ding. Habe ich gerade irgendwie verpeilt. Ja. Hey, messed it up. Ja, ja, jetzt schimpft er mit mir. Finde ich aber cool, dass die auch schimpfen. Wenn man einen nicht aussteigen lässt. I said. No, what did I say? I said. I said hi. When you understand. Tür machen mich wahnsinnig. Also wo muss der Hebel sein, dass alles zu ist? So. Aber warum ist jetzt die Bremse? Hä? Was zur Hölle? Ach so, das ist nur so ein Anzeige-Bug oder was? Ach du liebe Gott. Fahr, Junge, fahr. Oh, wollte er mal aussteigen? War das überhaupt eine Haltestelle? Ich glaub schon. Damals habe ich mich immer gefragt, warum die Haltestellen nicht einfach direkt gegenüber sind. Ich meine, ist keine unberechtigte Frage, aber irgendwie auch Ach so, ich kann auch nur die Taste drücken oder was. Ist ja aber irgendwie unlogisch, weil wenn zwei Busse nebeneinander stehen würden, wäre das glaube ich unschön. Nee, das ist nicht so schön. Ah, jetzt habe ich den Bus verstanden. Einfach nur die rechte. Das Minuszeichen drücken auf dem Numpad. Sag mal, wann kommt denn die letzte Haltestelle? Das sollte doch nur 20 Minuten Linie sein, oder? Eigentlich schon. Fällt gerade was auf. In Amerika haben die ja ganz andere Kassen. Solche Kassen haben die ja gar nicht in Amerika. Die haben so einen riesen Automat, wo du irgendwie Geld rein tust und dann oben die Karte rausgespuckt wird. Aber in Amerika war das doch so, dass man kein Rückgeld kriegt, oder nicht? Finde ich auf jeden Fall nicht gut. Ich meine, das ist ein bisschen gastunfreundlich. Jetzt wird Huni bezahlt und ich weiß, dass man kein Rückgeld kriegt. Das ist schon eine Spannerei. Ist das in England auch so? Ich weiß gar nicht. Was, in England oder in Amerika? Ich bin der Meinung, in Amerika. Doch. In Amerika, glaube ich. Ja. Steckt man jetzt anscheinend an dem kurzen Ding. Ja. Ist das in England auch so? Stand da Andreas? Andreas, falls du das Video guckst, hier ist deine Zeile.
Schreibt er anderes Zeile? Ich glaube schon. Können die nicht hinten einsteigen? Oh, die Fahrräder sind weg. Schade, dass es keine Fahrradfahrer gibt, denn oben sie. Hallo. Gar nicht so witzig. Wenn da keine Fahrräder mehr stehen. Ich stürze mich von der Brücke, das Leben hat keinen Sinn mehr. Das ist grün, ne? Ja. Die Felgen sind cool. Die Radfelgen. Rad. Ja, die Felgen. Ich hab wahrscheinlich die Wand. Jetzt kommt, glaube ich, die vorletzte Haltestelle. Ja, scheiße, ich hab noch dieses Fahrradding dran. Oh, der hat aber einen guten Lenkradius. Und einen Umknickschutz. Ich wollte nur testen, ob er einen Umknickschutz hat. Ach so, hier, das kenne ich. Ich glaube, die Linie sind wir schon mal in der Aufnahme gefahren. Nee, sind wir nicht. Die bin ich mal offscreen gefahren. Ich habe gar keinen mehr im Bus. War das tatsächlich schon die letzte Haltestelle? Huh. Ihr guckt, der kommt gut um die Kurven. So gehört sich das. Nicht wie der Mercedes. Ist auch viel realistischer, der Bus hier. Also, jetzt um die Kurve rum. Nicht so. Generell finde ich den. Ja, gut, generell kenne ich den überhaupt nicht hier. Ich meine, ich wohne ja nicht in Amerika und ich war da auch noch nicht. Ich bin froh, dass der Motor aus ist. Jetzt habe ich keine Probleme mehr mit dem Bus. Guck, da piept schon wieder irgendwas. Die Elektrik war irgendwie die ganze Zeit aus irgendwo. Oder? Ich habe doch keine Ahnung. Ich verstehe den Bus einfach nicht. Ich nichts verstehen. Ich nichts verstehen, diese Betriebsfahrt. So ist gute Betriebsfahrt. Achso, die Anzeige kann auch kaputt gehen, wie wir sehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Folge aufnehme. Wenn ja, fahren wir wahrscheinlich hier so ein Doppeldecker-Ding hier. So ein hier. Nee, Blödsinn. Steht hier gar keiner, müsste ich ein neues bauen. Ja, dann würde ich trotzdem sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte ein Like da, das würde mich freuen. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, könnt ihr auch ein Dislike geben, auch das stört mich nicht. Ich meine, dafür sind die Dislike-Buttons hier da, nicht zum Haten, sondern zum konstruktive Kritik geben. Ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, Like, wenn nicht, dann nicht, oder Dislike.
Und auch über ein Abo würde ich mich freuen. Ich habe jetzt, also zum jetzigen Stand, wenn ich das aufnehme, 33 Abonnenten. Vielleicht habe ich ja jetzt schon 35. Das wäre cool. Setzen wir mal als Ziel 35 Abonnenten, wenn diese Folge rauskommt. Und ja. Danke dafür, Leute. Und danke fürs Zusehen. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.